Willkommen zurück in unserer Trainingsserie. Die Übungen von heute sollen euch möglichst die Kraft geben, um dann wirklich beim Langlaufen voll vorne dabei zu sein. Übung 1 startet aus der Rückenlage. Die Fersen sind am Ball, Hüfte und Knie 90 Grad gebeugt. Bei gestreckter Hüfte wird der Ball Richtung Gesäß bewegt. Wem das zu einfach ist, macht die Übung einbeinig. In Übung 2 ist darauf zu achten, dass das Knie stets nach vorne zeigt und beim Andippen kein Gewicht abgegeben wird. Die Übung kann über die Höhe des Steppers, die Weite der Antriebbewegung sowie wie gezeigt durch eine Hantelscheibe gesteigert werden. In Übung 3 liegen die Schulterblätter am Ball auf, mit den Beinen in 90 Grad Kniebeugung. In der Profi-Variante sind die Füße am Ball. In beiden Fällen wird die Hüfte maximal nach oben gestreckt, während die Arme das Theraband in Richtung der Hüfte ziehen.